In der Tuning-Szene heißt es immer tiefer und breiter. Volkswagen geht nun einen anderen Weg. Höher statt tiefer, aber dennoch auch breiter. Zumindest beim neuen Sondermodell Beetle Dune. In den 60er und 70er Jahren sorgten sie weltumspannend für ein endloses Summerfeeling. Gemeint sind die legendären Dune-Buggies. Eine Erfindung aus Kalifornien, ein Trend auch in Europa. Und jetzt kehrt dieses einzigartige Feeling zurück. Mit dem Crossover-Modell Beetle Dune. Als Coupé und Cabriolet sorgt der Dune dafür, dass die Sommer gut und die Winter besser werden. Auf den ersten Blick ein Dune. Der Beetle Dune ist eine eigenständige Linie innerhalb der Modellreihe. Zu erkennen ist das Crossover-Modell in Sekundenbruchteilen. An seiner erhöhten Bodenfreiheit, der verbreiterten Spur, dem schwarzen Radlauf und Schwellerverbreitung, 18 Zoll Leichtmetallfelgen des Typs Canyon, den eigenständigen Stoßfängern mit Diffusoren für die Front- und Heckpartie, den verkleideten Seitenschwellern und Dune-Schriftzügen im Bereich der Silhouette. Ein Crossover der Neuzeit, frontgetrieben und effizient. Robust wie einst die Dune-Buggy, edel wie ein Hebmüller und Karmann. Mit kraftvoll dimensionierten Karosserieapplikationen und breiten Reifen im Stile der Dune-Buggies. Individualisierung bedeutet in diesem Fall aber auch Veredelung. Und deshalb zeigt der Dune innen wie außen exklusive Ausstattungsfeatures. Damit folgt er einer Tradition, die bei Volkswagen einst mit den Käfer-Cabriolets von Hebmüller und Karmann begann. Schon 1949, vor 77 Jahren, bewiesen diese Open-Air-Versionen des Käfers, dass ein knackig, freches Lifestyle-Modell auch auf der Basis von Großserientechnik möglich ist. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Für Volkswagen markiert der Beetle Dune einen Auftakt. Die komplette Modellreihe soll fortan eine einzige Hommage an den Spaß am Fahren sein. Welches Automobil könnte das besser als der Beetle? Das unkonventionellste Auto der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das Infotainment-System ist mit Android Auto, Mirrorlink und Apple CarPlay auf Höhe der Zeit. Das iPhone 6 lässt sich beispielsweise über ein USB-Lightning-Kabel mit dem System koppeln. Viele Apps wie die Navigation oder Spotify lassen sich dann über den optionalen 6,3 Zoll großen Touchscreen bedienen. Der Sprachassistent Siri kann über das aufpreispflichtige Multifunktionslenkrad aktiviert werden. Bereits mit dem 5-Zoll-Bildschirm kommen 8 Lautsprecher, Radio, eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung, ein MP3- und WMA-fähiges CD-Laufwerk, ein SD-Kartenschacht sowie USB- und AUX-In-Schnittstellen in den Beetle Dune. Das System bietet zusätzlich die Möglichkeit, über Bluetooth ein zweites Telefon per HFP, also Hands-Free Profile, zu koppeln. Via Bluetooth MAP, Message Access Profile, können zudem SMS-Kurznachrichten angezeigt, vorgelesen und geschrieben werden. Radio, Telefon und die angeschlossenen Medien lassen sich per Sprachsteuerung bedienen. Beim größeren System kommen Online-Dienste hinzu. Wer sich für den zwischen 105 PS und 220 PS starken Beetle Dune entscheidet, kauft mehr als ein Auto. Es ist ein Lebensgefühl, das die Signatur unter dem Kaufvertrag besiegelt. Ab ca. 33.000 Euro steht Ihr Dune vor der Tür. Passion TV, das neue Fernsehen, wo und wann du willst. Themen, die euch interessieren und ein Programm, das ihr mitgestaltet. Ausstrahlung über Facebook, YouTube und auf unserer Website. Passion TV, das neue Fernsehen.